Jo, was geht ab? Und zwar habe ich mir gedacht, quatschen wir heute ein bisschen über ein paar Alben, auf die einige warten, auf die man sehr, sehr gespannt ist. Ich glaube, alle Alben kommen auch noch dieses Jahr raus. Ich weiß jetzt nicht die genauen Daten auf jeden Fall. Ja, um welche Alben geht es? Es geht zum einen um CCN4 von Bushido, der das Ganze einfach spontan gedroppt hat. Ist schon geil. Dann, was viele vermutet hatten, dass es kommen soll, ist natürlich Boss Aura 2, Kollega und San Diego, die dann auf jeden Fall auf Instagram ein paar Bilder zusammen veröffentlicht haben. Ich denke, das Ganze wird auch dieses Jahr kommen. Ah, da bin ich mir ganz sicher, vielleicht nächstes Jahr oder so. Zum anderen von SSIO, der ja schon länger angekündigt hat, dass doch jetzt sein Album kommt. Ist schon heftig. Ich denke, auf diese drei Alben wartet ganz Deutschland, die ganze Rap-Community. Und CCN4, ich denke, das wird auch ein hartes Album werden. Ich meine, der hat das Ganze ja angekündigt und die Albenverkäufe sind direkt explodiert. Man muss schon sagen, ich denke, auf dem Album werden einige auseinandergenommen. Das Ding ist aber, das wird höchstwahrscheinlich mal so, wie das gerade so der Trend ist, namenlos sein. Zum Beispiel, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel mit dem jetzigen Song Huracan von Berlin lebt 2, hat zum Beispiel ja Samro auf Mero angespielt. Das Ganze wegen den Klickkäufern. In der nächsten Single, die in ein paar Wochen rauskommen wird, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, die Single heißt Allein oder Alleine. Ist eine Anspielung auf Bushido. Ja, Bushido als Informant. Werdet ihr dann noch sehen. Ist eine sehr geile Line von Capital, so in Richtung Bushido, wo der dann natürlich auch nicht namentlich genannt wird. Aber ich denke, CCN4 wird auch ein Album, wo der ein oder andere, ja, vielleicht auch Capital gedisst wird. Denn der hat ja unter seinem ersten Post ja geschrieben, es reicht mit Lalala und Lelele Rappern. Könnte so ein Schuss in Richtung Capital sein, keine Ahnung. Nicht so ein Flair oder so. Vielleicht wird er auch gedisst, man weiß es nicht. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich meine, Bushido hat 20 Jahre den Rap geprägt. Der ist einfach heftig. Ich denke, das wird ein geiles Album werden. Mythos war tatsächlich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber die CCN-Reihe an sich ist ja natürlich schon ein ganz anderes Kaliber. Ansonsten ein paar abschließende Worte zu Boss Aura oder SSIO. Ich meine, von SSIO hat sich jeder das Album gewünscht. Da wartet man einfach drauf. Ich denke, es wird ein Brett werden. Ich weiß nicht, ob da so eine Promo-Phase raushauen wird. Ein paar Videos oder so auf YouTube, ich weiß nicht. Boss Aura 2. Er hat es ja schon öfters auf Monument angespielt. Ich denke, die zwei hatten schon länger ein bisschen Kontakt gehabt. Das Ganze aber nicht öffentlich gehalten und jetzt erst ein Bild zusammen veröffentlicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Album. Ich meine, der Hype ist so groß wie nie und wenn sie es jetzt nicht droppen, dann haben sie es auch verkackt. Und ich meine, wenn der Hype da ist, ich meine, dann musst du es droppen. Ein Bushido müsste jetzt nicht unbedingt CCN4. Ein Bushido müsste jetzt nicht unbedingt CCN4 raushauen. Da hat jetzt nicht unbedingt jeder speziell darauf gewartet. Auf Boss Aura 2 jedoch schon. Da haben schon sehr, sehr viele drauf gewartet. Genauso wie bei SSIO. Ich denke, das werden sehr, sehr geile Alben werden. Schreibt mal in die Kommentare, auf welche Alben ihr gehypt seid. Alle drei gefallen mir. Aber da Bushido so spontan das Album einfach angekündigt hat, am meisten an. Also ist am interessantesten für mich, weil man nicht weiß, in welche Richtung geht es jetzt. Werden alle komplett auseinandergenommen, gedisst. Ich denke schon, weil CCN4 steht dafür. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, lasst mich wissen, auf welche Alben ihr gehypt seid. Das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.